Hi zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin heute ein bisschen zerzaust. Ich bin nämlich heute total im Stress, deswegen entschuldigt bitte mein nicht ganz so gepflegtes Aussehen. Aber ich wollte dieses Video unbedingt drehen. Ich habe nämlich so richtig coole Tubes wieder aus dem DM gefunden zu den High-End-Produkten. Und die möchte ich euch heute zeigen. Ich persönlich liebe ja auch solche Tubes-Videos, weil ich finde, dass man nicht immer, also manchmal schon, aber nicht immer so viel Geld ausgeben muss für bestimmte Sachen, weil es wirklich ein ja, sehr gutes Produkt gibt, was dem teuren entspricht. Aber ich will gar nicht lange labern. Starten wir! Los geht es mit einem mega gehypten Produkt, was wahrscheinlich jeder kennt und wahrscheinlich auch fast jede Frau besitzt. Und zwar rede ich von diesem MAC Fix Plus. Ich zeige immer erst die teure Version und zeige euch dann das Dupe dazu. Dieses Fix Plus verlängert jetzt mein Make-up, also die Haltbarkeit meines Make-ups nicht. Und das Dupe dazu, das war jetzt ein toller Übergang, und das Dupe dazu ist von NYX, dieses Dewy Finish Setting Spray. Ich zeige euch mal die zwei nebeneinander. Natürlich, MAC Fix Plus hat viel mehr enthalten als das NYX, kostet aber auch wirklich nur einen Bruchteil. Und die beiden sind wirklich sehr identisch. Beide machen mehr so, wie der Name schon sagt, mehr so ein Dewy Finish, ein Glowy Finish. Verlängern bei mir zumindest die Haltbarkeit des Make-ups nicht, aber für die Frische und vor allem, wenn man Puder aufgetragen hat, dass es nicht ganz so, ja, so maskenhaft aussieht, sondern dem Ganzen wieder dieses Pudrige nimmt, sind diese beiden wirklich perfekt und ich sehe absolut keinen Unterschied. Deswegen kann ich euch das von NYX wirklich sehr, sehr empfehlen. Gibt es ja bei DM und ja. Mein zweites Dupe, beziehungsweise das zweite gehypte Produkt, das wirklich auch jeder kennt, ist von Benefit, der Professional. Ist super, super teuer. Ist auch sehr gut, muss ich wirklich zugeben. Ich habe aber ein tolles Dupe schon lange. Ich glaube, ich habe es euch sogar schon mal gezeigt. Und zwar von Love, dieser Perfectitude Mattifying Primer. Ist absolut identisch. Ich zeige euch mal die zwei aufgetragen, wie die nebeneinander so aussehen. Die Konsistenz ist meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr ähnlich oder fast gleich. Das sind jetzt die beiden nebeneinander. Das ist der von Love und das hier ist der von Benefit. Auch vom Verteilen her sind die wirklich identisch, meiner Meinung nach. Also sie fühlen sich beide sehr samtig an. Ich würde vielleicht sagen, dass der von Benefit sogar noch ein bisschen schmieriger ist, was mir jetzt bei dem Love noch besser gefällt. Aber ihr seht es, die beiden machen ein eher mattes Finish und ja, also die sind wirklich absolut gleich. Ich habe von diesem Benefit auch nur eine kleine Testgröße, weil ich mir den nicht mehr nachkaufe, sondern ich kaufe, wenn dann, nur noch den von Love und den kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Also ich habe wirklich sehr viele gehypte Produkte, habe ich gerade festgestellt. Und das nächste gehypte Produkt ist von NARS, die Sheer Glow Foundation. Die kennt wahrscheinlich auch jeder. Und ich habe das Original, beziehungsweise also natürlich die von NARS. Und ich finde die wirklich sehr, sehr gut. Sie erinnert mich aber extrem an die Wonder Dream Nude Make-up oder dieses Make-up von Maybelline, das hier. Viele sagen, dass diese NARS Sheer Glow Foundation auch dem True Match ähnelt. Ich habe auch diese True Match Foundation, allerdings finde ich nicht, dass sie sich ähneln, weil die True Match für mich einfach ein bisschen pastiger ist, ein bisschen fester und auch ein bisschen, ja, was heißt besser deckt. Die Sheer Glow deckt auch besser, aber die sieht trotzdem ein bisschen natürlicher aus als die True Match. Für mich ist die einfach zu pastig. Und dieses Dream Wonder Nude Make-up von Maybelline, das ist sehr leicht, das ist sehr flüssig und insgesamt im Finish erinnert es mich extrem an die Sheer Glow und ich trage dieses auch sehr, sehr gerne auf. Also ich finde die beiden wirklich super. Ich habe hier bei NARS Sheer Glow die Medium 3 Stromboli und hier habe ich die Nummer 40. Also beides ist ja dunkle Sommerfoundation, weil ich finde, im Sommer muss es nicht immer so zugekleistert sein. Kann ich euch wirklich auch nur empfehlen. Übrigens kann ich die jetzt ganz schlecht zeigen, weil die NARS Sheer Glow keinen Pumpspender hat und die mir sonst so auf der Hand zerläuft, aber ja. Dann habe ich ein tolles Dupe gefunden zu dem Lippenstift von Too Faced in der Farbe Nude Beach, den ich jetzt nicht mehr habe und ich mir auch für dieses Video nicht extra gekauft habe. Und zwar habe ich mir die Farbe von L'Oreal Colorie Shine 658 gekauft. Ich werde euch den mal swatchen und das ist eine wirklich sehr tolle Nude-Farbe, eine helle Farbe. Ihr wisst ja, dass ich diese Farben sehr gerne mag und hat ein schönes glossiges Finish, genau wie der von Too Faced.
Ich guck mal, ob ich im Netz nochmal die Farbe von Too Faced finde. Dann seht ihr, dass sich die Farben wirklich überhaupt nicht viel nehmen, beziehungsweise eigentlich identisch sind. Und ich habe mir deswegen auch den von Too Faced nicht mehr nachgekauft. Und ich liebe auch diese Farben und den Duft von diesem Lippenstift. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ist ein richtig tolles Dupe. Dann kommen wir zu der Lash Domination Volumizing Mascara von Bare Minerals. Die kennt bestimmt auch fast jeder. Und die finde ich wirklich richtig, richtig gut. Also das Bürstchen sieht so aus. Ist ein Gummibürstchen und also die Farbe ist wirklich tief schwarz. Sorry, ich habe das Fenster offen. Die Farbe ist tief schwarz und trennt die Wimpern schön. Also wirklich top. Und die hatte ich mir früher immer gekauft. Aber ihr kennt mich, ich kaufe mir nur noch die I Love Extreme Mascara von Essence, weil die einfach noch besser ist. Also die hat ja auch dieses Gummibürstchen und die erinnert mich einfach so krass an die von Bare Minerals. Ich zeige euch nochmal das Bürstchen, ich glaube, ihr kennt es eh schon. Auch tiefschwarz, trennt die Wimpern, macht sie super lange. Ich weiß gar nicht, wie viel das die von Bare Minerals kostet, 25 Euro oder so. Und die kostet 2,75 Euro. Und ja, also wirklich vom Auftragen her, von der Intensität, von der Haltbarkeit absolut identisch. Also beziehungsweise die finde ich von Essence noch einen Ticken besser, weil die ein bisschen hier oben abfärbt. Das macht zwar die dann auch, aber ich habe sehr ölige Haut, aber die macht das schneller als die von Essence. Deswegen absolute Kaufempfehlung. Das nächste Dupe ist ein Klassiker von MAC. Ich habe dieses Original nicht, aber ich habe das Dupe dazu. Deswegen brauche ich das Original nicht. Und zwar habe ich mich lange belesen, weil mich dieses Pigment so interessiert hat, dieses Blue-Brown Pigment. Und eigentlich benutze ich es nie, weil ich so ein schmales Lid habe. Aber ich wollte die Farbe haben und habe mir von dieser Wet n Wild Palette die Farbe E738 Comfort Zone bestellt. Und zwar ist das diese hier. Und der Ton hier unten ist ein absolutes Dupe zu diesem Blue-Brown Pigment. Ich werde es euch mal swatchen. Dann seht ihr gleich, was ich meine. Seht ihr das? Absolut identisch. Wie gesagt, ich habe es gegoogelt und habe mir dann diese Palette gekauft und die kostet wirklich nur einen Bruchteil. Ich glaube, das ist jetzt das Einzige, was nicht von DM ist. Aber ich habe es mir bei Amazon gekauft und ich glaube, auch bei Rossmann gibt es. Sehr, sehr schön, extrem gut pigmentiert, Haltbarkeit ist mega. Dieses Blue-Brown Pigment kostet, ich weiß gar nicht, 25 Euro auch oder so. Und diese ganze Palette kostet, glaube ich, 7 Euro und da habt ihr noch so wunderschöne Farben drinnen, also die alle, die sind sehr im Nude-Bereich und kann man auch schön Smoky Eyes machen, wirklich top, also ich werde sie euch auch verlinken. Das nächste Produkt ist von Estee Lauder, der Double Wear Stay in Place Concealer, mein absoluter Lieblingsconcealer, der ist wirklich einfach super, von der Haltbarkeit her, von der Konsistenz, ich liebe ihn einfach. Er ist aber wirklich fast identisch mit dem Fit Me Concealer von Maybelline und der kostet wirklich nur einen Bruchteil davon. Ich habe hier bei dem Estee Lauder Concealer die Nummer 2C Light Medium und ich habe bei dem Fit Me Concealer die Farbe 25. Ich werde euch die mal nebeneinander swatchen. Die Farben sind jetzt nicht gleich, aber darum geht es ja auch nicht, sondern mehr um die Konsistenz und die Deckkraft. Also der dunklere hier ist der von Maybelline und der hellere hier ist der von Estee Lauder. Von Maybelline deckt sehr, sehr gut. Der von Estee Lauder deckt auch sehr gut. Kann man jetzt schlecht vergleichen, weil die Farben so unterschiedlich sind. Aber die sind meiner Meinung nach wirklich sehr identisch. Und der von Estee Lauder kostet natürlich extrem viel. Ich finde es ein gutes Dupe für alle, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Ich weiß, ich habe ja auch viele Schülerinnen, die zusehen. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass der Estee Lauder doch ein bisschen mehr Haltbarkeit hat. Also er kriecht nicht so schnell in die Fältchen. Er tut es natürlich irgendwann auch. Ich meine, ich bin schon über 30. Da passiert das einfach. Aber trotzdem ist der Fit Me eine gute Alternative für den Alltag, weil wie gesagt, der von Estee Lauder wirklich sehr teuer ist und ich ihn eigentlich wirklich nur für besondere Anlässe dann benutze. Mein nächstes Dupe ist von Laura Mercier, dieses Transculant Loose Setting Powder, dieses absolut gehypte und ich habe mir das auch mal gekauft und habe es im Urlaub vergessen und ich hatte dieses Puder einfach so unglaublich geliebt, aber es ist auch so unglaublich teuer und ich war dann zu geizig, dass ich es mir nochmal nachkaufe und habe gegoogelt, was ein gutes Dupe dazu ist. Und bin auf die Marke Catrice gestoßen. Und zwar dieses Glow Illusion Loose Powder.
das ist auch so ein bisschen transparent, eben von Catrice. Das Einzige, dass dieses Puder hier ein bisschen Farbe hat, was aber im Auftrag wirklich fast nicht zu erkennen ist. Ich versuche euch das mal zu swatchen, ich glaube, das kann man aber nicht erkennen. Dieses Puder hat auch so ganz, ganz feine, also wirklich so, dass man sie fast überhaupt nicht, also wirklich nur erahnen kann, so Schimmerpartikel drin, also wirklich extrem feine, sodass die Haut einfach oder die untere Augenpartie einfach reflektiert wird und somit ein bisschen aufgehellt wird. Dieses Laura Mercier Puder hatte noch ein bisschen mehr Schimmer, was mir aber jetzt bei dem Catrice noch besser gefällt, weil es eben nicht ganz so schimmerig ist, also wirklich nur einen Hauch, weil wenn dann die Sonne drauf scheint auf die Haut, dann hat man das bei dem Laura Mercier ein bisschen mehr gesehen und bei dem sieht man das wirklich fast überhaupt nicht, aber es lässt die Haut so schön strahlen, es macht nicht so einen Maskeneffekt, wenn man abpudert, es ist wirklich einfach perfekt, ich kann es euch nur empfehlen. Der Vorgänger hieß ein bisschen anders und hatte auch einen schwarzen Deckel drauf, das war auch wirklich identisch zu diesem hier, also ich weiß nicht, das ist einfach nur, ich glaube die Verpackung reformuliert, aber ansonsten absolut das gleiche Produkt und ich kann es euch nur empfehlen, es ist ein super gutes Dupe zu dem teuren Laura Mercier. Wie gesagt, ich finde sogar das hier von Catrice noch einen Ticken besser. Mein nächstes Dupe ist erst die teure Version von MAC, dieser Shimmer Time, also dieses Pigment Shimmer Time. Ich werde euch das mal swatchen, das ist ziemlich schwierig, weil es wie gesagt ein Pigment ist. Ich habe es auch nur in einem kleinen Döschen mir abfüllen lassen, weil mir das große, das braucht man never ever auf. Das sieht so aus, dieses Pigment, das kennt ihr bestimmt. Ein sehr schöner Ton, sehr hell, mehr schon fast ein Highlighter, aber ich liebe einfach so helle Töne. Auf meinem Augenlid, weil ich ja ein sehr schmales, bewegliches Lid habe. Und ein sehr gutes Dupe dazu ist dieser Ton von NYX und zwar von dieser Full Throttle Lidschattenpalette Takeover Control 05. Und zwar ist das dieser oberste Ton hier, dieser helle. Und der sieht wirklich fast identisch aus mit dem von MAC. Das hier ist das von NYX und das ist das von MAC. Also ich finde die beiden wirklich sehr, sehr identisch. Vielleicht ist das Pigment von MAC ein bisschen mehr, hat ein bisschen mehr Wumms drinnen als das von NYX, aber auf dem Augenlid wirklich nicht zu erkennen. Und ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr den Lidschatten oben mit dem MAC Fix Plus, also wenn ihr den Pinsel ein bisschen nass macht mit diesem Fix Plus und dann in diesen Lidschatten reingeht, also so wie ihr das bei diesem Pigment machen würdet, dann sieht der absolut identisch aus, weil einfach das nochmal die Farbe intensiviert. Ich habe das beides ausprobiert, man sieht den Unterschied einfach überhaupt nicht. Mega Dupe, also wie gesagt, diese Palette gibt es bei DM. Mein nächstes Produkt ist von Keraplex, das kennt ihr bestimmt. Das ist sowas ähnliches, ich sage absichtlich was ähnliches wie Olaplex. Olaplex ist patentiert, also ist nicht das gleiche, soll aber dieses Keraplex fast den gleichen Effekt haben. Und das Dupe dazu gibt es bei DM. Und zwar ist das dieses Adplex. Hier gibt es zwei Phasen. Einmal diese Phase hier, die mischt ihr unter eure Koloration oder Blondierung, oder je nachdem, was ihr auftragt. Mischt das einfach dazu und dann kommt eben diese zweite Phase, das ist eben so wie also ein Booster. Der wird im Haar verteilt wie ein Conditioner und 5 Minuten einwirken lassen und das hat wirklich einen super Effekt. Ich habe es bei einer Freundin von mir gemacht und die Haare waren danach butterweich, sie waren auch nicht kaputt nach dem Färben. Also wie gesagt, ich bin absolut begeistert, vor allem wenn man es erstmal ausprobieren möchte, ist so eine kleine Packung ganz gut. So, das waren jetzt alle meine Dupes, die ich so in letzter Zeit gefunden habe und die es auch immer noch zu kaufen gibt und die ja einfach wirklich ein Dupe dazu sind und nicht nur ähnlich, sondern wirklich ein Dupe dazu sind. Wenn ihr vielleicht noch ein paar gute Dupes wisst, dann schreibt sie mir doch mal in die Kommentare. Ich finde das wirklich immer super interessant und auch schön, wenn man nicht so viel Geld ausgeben muss. Dann hoffe ich natürlich, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, dann schenkt mir doch ein Däumchen nach oben. Ihr könnt mich auch gerne kostenlos abonnieren. Und dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!